Was geht denn gut? Ich wünsche einen wunderschönen guten Tag. Achso, wir sind heute hier, um Bookish, wer bin ich zu spielen. Ja. Ja, ja, es wird so funktionieren, wie ihr euch das alle denken könnt, logischerweise. Sie hat sich einen Charakter für mich ausgedacht, ich habe mir einen Charakter für dich ausgedacht. Ja. Ne? Und dann werden wir logischerweise durch Ja oder Nein Fragen erfragen, wer wir sind. Ja. Wir haben uns überlegt, dass wir Bücher nehmen, die wir beide gelesen haben, einfach damit es Sinn macht. Ne? Und ich würde mal sagen, im Editing male ich jetzt das... Ihr Charakter seht ihr jetzt hier über ihrem Gesicht und meinen Charakter seht ihr jetzt hier über meinem Gesicht. Tabea hat mir gesagt, ich bin sehr schwer. Also aber oder es ist halt so schwer, dass es auch wieder leicht ist. Ich glaube, weil, she did me dirty. Kurz eine Disclaimer vorab. Wir haben beide die Bücher jeweils gelesen. Mhm. Deshalb ist es nochmal leichter, weil sie hat deutlich mehr Bücher gelesen als ich. So. Aber dazu muss man sagen, dass die Bücher, die wir beide gelesen haben, ist... Die Zeit, in der ich sie gelesen habe, liegt halt 100 Jahre in der Vergangenheit. Ja, das stimmt. Also, uiuiui, uiuiui. Okay, du fängst an. Ich fange an? Ja. Tabea, bin ich weiblich? Nein. Noch einmal. Bin ich weiblich? Ja. Bin ich der Protagonist? Nein. Mhm. Ich bin also männlich. Ja. Mhm. Komme ich aus einem Fantasy/Urban-Fantasy-Buch? Nein. Mhm. Ich bin also männlich. Weiblich. Ja. Weiblich. So. Ich bin weiblich. Mhm. Stamme ich aus einem Einzelband? Nein. Spiele ich in unserer Welt, wie sie jetzt gerade ist? Inwiefern, wie sie jetzt gerade ist? Also ich meine, dass sie nicht... 1:1 so ist sie, wie wir leben, ist klar, aber es ist keine Dystopie oder so. Also es ist nicht unsere Welt, die jetzt anders ist, als sie es jetzt ist. Ah, das ist eine tricky Frage. Also sie ist... Meine Frage ist, bin ich im Contemporary? du spielst nicht im 21. Jahrhundert. Ah, ich bin historisch? Okay. Okay, du bist dran. Echt? Ja. Ich habe ja nein, ich habe gefragt, bin ich in einem Contemporary? Du hast gesagt, wir sind nicht im Jetzt. Ja, aber es sind ja trotzdem nur normale Menschen. Ich dachte, das wäre so die Sache von mir. Nee, weil in einem Dystopie sind wir auch normale Menschen. Ja, hast du auch recht. Gib mir einen Nein. Okay, also ich bin weiblich, ich bin Nebencharakter. Mhm. Bin ich die beste Freundin vom Protagonisten? Weiblich oder männlich, die mit der Protagonist? Ja, weiblich. Ja. Okay. Ja, könnte man so sagen. Ja, ja, ich darf weiter. Ja, ja, ja. bin ich im Fantasy-Bereich? Ja. Ah! Definiere mal Fantasy. Zählt alles darunter, was nicht menschlich ist? Weil man könnte ja noch Urban Fantasy sagen, man könnte Science Fiction sagen, man könnte... Ja, alles, was halt nicht hier so, wie bei uns. Weißt du? Das kann ich nicht beantworten. Okay, so, wie du diese Frage stellst, kannst du nicht beantworten. Okay, dann nehme ich eine andere, oder? Mhm. Spiele ich in dieser Zeit? Ja. Bin ich... Nee, das war ein Ja. Achso, das war ein Ja. I'm so sorry about it. ich bin hier aus dem Einzelnen. Gibt es von mir mehr als 3 Bände? Ja. Ja? Ja. Habe ich irgendwelche spezielle Kräfte? Ja. Habe ich einen Bruder? Ja. Bin ich die? Das war das Erste, woran ich gedacht hatte, das wollte ich sofort sagen. Ja, das war halt auch das Erste, was mir eingefallen ist, sagst du mir ja. Das war auch der Erste, der mir eingefallen ist für dich. Oh, aber jetzt kann ich ihn nicht selber gewesen. Jetzt kann ich ihn, ich wollte ihn jetzt bei der zweiten Runde nehmen. Mhm. Kann man jetzt nicht. Bin ich Nathan? Ja! Wir dachten, das würde so lange dauern. Okay, das ist ja toll. Okay, wir brauchen wen anders. Oh, warte. So schnell bin ich nicht. Ja, ich cutte das mal aus. Fängst du jetzt an? Achso, hier ist, wer sie ist. Warte, wer bist du nochmal? Das musst du mich nicht fragen. Ich bin grad. Du bist. Okay. Okay, also das ist sie. Das bin ich. Bin ich weiblich? Nein. Okay. Bin ich weiblich? Ja. Okay. Bin ich die Protagonistin? Ja. Ja. Komme ich aus einem Ensemble? Also gibt es mehrere Protagonistinnen apart from myself?
Oder bin ich einfach die einzige Protagonistin? Jetzt außer Love Interest. Du bist einzige. Ja, okay, das war aber eine dies oder das Frage. Ich habe gefragt, ob ich im Ensemble bin, da ist die Antwort nein. Okay, dann du. Ach so. Mhm. Ja, das war mir jetzt viel. Ja, also, ich bin männlich. Ja, kurz hatte ich vergessen, wer du bist, aber ja. Bin ich in einem Fantasy-Buch? Nein. Mhm. Habe ich als Melly das Buch gelesen, als ich noch zur Realschule ging? Boah, keine Ahnung. Also ich das okay, ich stelle was anderes. Steht das Buch noch in meinem Regal, aus dem ich bin? Ja. Ja? Ich denke schon, okay. Ja. Ich möchte jetzt ich möchte halt nicht suchen. Ja, 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 ja. Ich denke schon, ja. Mhm. Okay. Achso, ja. Komme ich aus einem Fantasy-Ding? Ja. Mhm. Bin ich selbst eine Fantasy-Kreatur? Nein. Okay. Ich bin männlich. Bin ich in einem Contemporary? Nein. Ich bin nicht in Fantasy, aber auch nicht Contemporary. Ganz genau. Ich bin aus einem Fantasy, aber ich selbst bin kein Fantasy-Kreatur. Komme ich aus... Nee, aber du gibst mir doch jetzt nicht Obsidian. Ich komme nicht aus Obsidian. Nee. Ich komme nicht aus Obsidian, dann ist die Antwort ja. Ah ja. Ja, sorry. Ich mach solche Fragen nicht mehr. Aber da war es gerade wichtig. Also ich komme nicht aus Obsidian. Aber ich habe dich gefragt, ob es Fantasy-Kreaturen gibt und du hast gesagt ja. Ja. Also... Ja, ich will jetzt keine Nicht-Frage mehr stellen, aber dann fällt meiner Meinung nach Spiel der Nacht auch raus, weil es keine Fantasy-Kreaturen hat. Ist zwar ein Fantasy-Buch, aber es hat keine Kreaturen. Kein Kommentar. Soll ich jetzt fragen, bin ich aus Spiel der Macht? Du kannst nicht jedes Buch durchgehen und dann sagen, bin ich darauf, bin ich darauf. Okay. Bin ich aus meiner Trilogie? Nee. Hat ein bisschen gedauert. mochte ich es, dieses Buch zu lesen? Ja. Ich bin kein Contemporary, ich bin männlich. Kein Contemporary, kein Fantasy. Was gibt's denn noch? Hey, ich habe sonst nichts anderes gelesen. Doch, hast du wohl. Nein. Doch, hast du wohl. Bin ich... Ist das Buch, was ich gelesen habe, aus... Also aus jetzt hier sich für mein Alter geschrieben. Wie alt bist du? 18? Ja, fast 19. Nein. Na, ich meine, man kann es lesen und es enjoyen, aber ich würde es ein bisschen jünger machen. Ich persönlich, aber... Also nein. Ich sage nein, aber... Okay. Aber... Ne, also für Jüngere. Nicht für Jüngere aktiv, aber ich glaube schon, dass wenn du ein bisschen jünger bist als 18, könnte es dir besser gefallen. Mhm. Aber es ist jetzt nicht für Kinder geschrieben. Okay? Oh mein Gott! Okay, ja. ich glaube, ich habe jetzt eine Idee. Es ist nicht aus einer Trilogie, habe ich dich gefragt. Und du hast gesagt, ganz genau, es ist keine Trilogie. Keine Trilogie. Bin ich aus Obsidian? Hast du mich ja schon gefragt? Nee. Hä? Du hast das schon gefragt. Bin ich's denn? Nein. Oh. stamm ich aus einem Manga? Nein. Echt nicht? Hab ich Mangas gelesen? Ach stimmt, das muss ja auch sein. ja, ich dachte so, der Anime zählt dann auch. Nee. Auf Fall. Nee. Hä, warte mal, du hast gerade meinen Kopf umgefällt. du könntest es so leicht haben. Ich hatte gerade so... Ich dachte gerade so, oh ja, okay. Nee. Das ist es. Nee, ehrlich nicht. Also ich bin nicht auf Obsidian, ich komme aber auch nicht aus einer Trilogie. Und du musst es eigentlich gelesen haben. Ich bin nicht aus einem Ensemble und ich habe die Bücher wahrscheinlich noch im Regal stehen. Du hast sie noch im Regal stehen. Und es ist aber eine Fantasy-Kreatur. Es gibt da Fantasy-Kreaturen. Es gibt Fantasy-Kreaturen, aber ich bin keine davon. Also ich denke, dass man das als Fantasy-Kreatur beschreiben kann. Das Ding ist... Alles, was es halt auch im menschlichen Leben nicht gibt. Also hier so gibt es das nicht, nee. Aber was hast du gelesen, was ich auch gelesen habe, was keine Trilogie ist? Wenn das jetzt ist, falsch ist, tut es mir leid. Aber ich sehe nur das mal aber leid. Ich plädiere für, das ist irgendwas Fantastisches. Ja, aber was ich nicht verstehe ist, wie wir es beide gelesen haben können, aber es steht bei mir noch rum. Nee, ich bin gar nicht. Ich muss auch überlegen. Hä, was hast du denn gelesen, gelesen, was ich auch... Hallo, kannst du mal bitte nicht durch dein Hey, wieso darf ich das auch? Natürlich darfst du das. Ich habe mein Bücherregal nicht hier. Oh. Das ist einfach voll die Beeinflussung. Entschuldigung. Hä? Komm ich aus? Hä? Weil es gibt magische Menschen, aber nicht ich bin davon. Ich würde jetzt was korrigieren, aber ich darf es nicht. Ich bin was. Es gibt keine magischen Menschen, aber es gibt magische
Es gibt halt Kreaturen, die ich nicht bin. Und ich habe auch gesagt, dass du menschlich bist. Ja. Du gehörst nicht zu diesen magischen Kreaturen. Sind magische... Okay. Anders. Ist mein Love Interest eins von diesen Dingern? Nein. Warte, ganz kurz. Ich bin nicht Fantasy, ich bin nicht Contemporary. Ich gehöre einem anderen Genre an. Mhm. Was gibt es denn alles noch? Ja, das kann ich nicht sagen. Also generell. Ja, es gibt Mystery, was auch in Contemporary reinfällt. Es gibt, weiß ich nicht, Science Fiction. Ja, es gibt Dystopien, es gibt Urban Fantasy. Warte! Dystopien. Jedes Mal vergisst die nie. Ja, in meinem Kopf ist es so, ja, vielleicht gehört das gerade an die Contemporary. Nein, Mann. Bin ich also Contemporary? Nein! Warte, deine Frage war, bist du nicht aus dem Contemporary? Bin ich aus... Und die Antwort ist, nein, du darfst nochmal dran, wenn du willst. Bin ich aus einer Dystopie? Ja. Oh. Ich bin so doof, ey. Welche Dystopie könnte das jetzt sein? I don't know. Bin ich der Protagonist? Nein. Okay. Du machst mich komplett fertig mit diesem, es steht in meinem Regal rum. Aber du wirst, glaube ich, von mir bekommen. Und mein Love Interest? Also ganz kurz, ich weiß, in welches Buch es sich handelt, ich muss jetzt in den Charakter ausfinden. Also mein Love Interest ist normal, ich bin normal, es gibt aber Kreaturen und es steht in meinem Regal. Und das macht mich fertig. Was soll denn in meinem Regal stehen, was auch in deinem Regal rumsteht? Steht es in deinem Regal rum? Ja. Hä? Ah! Bin ich Teller von Salz und Stein? Also und Feuer und Flut? Ah, ja! Yeah! Ey! Nicht mehr in mir war's. Okay, also ich bin das Legend. Ja. Bin ich eher connected zum männlichen Protagonisten? Ja. Bin ich Eden? Ja. Du bist der kleine Bruder. Ja! Ey, okay, letzte Runde, würde ich sagen. Also noch eins. Ja. Letzte Runde für heute. Wenn euch das Video gefällt, können wir das auch gerne öfter für euch machen, ist ja mal klar. Hier ist Tabeas neuer Charakter. Mhm. Und hier ist meiner. Du fängst an. Ich fange. Bin ich weiblich? Nein. Ah. Bin ich weiblich? Ja. Bin ich aus dem Contemporary? Nein. Ich bin weiblich. Bin ich die Protagonistin? Nein, du bist nicht. Ach ja, genau. Entschuldigung, ich bin mich ja Protagonist. Ja. Ja? Okay, ich bin männlich, ich bin Protagonist. Toll. Komme ich aus einem Contemporary? Ja. Ist dieses Contemporary geschrieben worden von Vicky Land? Nein. Okay. Ich bin weiblich. Komm, nee, also bin ich aus einem Fantasy-Buch? Ich würde es nicht als Fantasy bezeichnen. Ich aber schon. Ich glaube, du ja. Weil, ich sag mal ja für dich, aber für mich ist es kein Fantasy. Also ist es jetzt ein Ja? Ja. Welche Antwort würde dir denn mehr helfen? Ja, ich kenne doch den Charakter. Es ist nicht die Welt so, wie wir sie kennen. Ja, dann zählt das einmal. Ja gut, Dystopie zählt ja auch nicht so wie eine Welt, wie wir sie kennen. Aber danach habe ich eigentlich gefragt. Ich habe gefragt, ob es ein Fantasy ist. Für mich wäre es kein Fantasy. Also kriegst du jetzt ein Nein von mir. Okay. Oder du willst ein Ja. Ja, aber was will ich da? Ja, das ist jetzt ein Nein. Okay. Ach ja, genau. Ich bin ja ein Contemporary. Würde man mich als sympathisch bezeichnen? Also bin ich ein guter Love Interest, ein guter Protagonist? Oder bin ich dann schon ein Arsch? Das ist doch total subjektiv. Ja, okay, aber wenn ich 23-jährige Melly, das lesen würde, würde ich sagen, oh ja, den will ich? Ja. Ja? Ich weiß es nicht. Warte, ich weiß, dass du den jetzt haben wolltest. Ich bin Asiate. Nein, okay, aber du weißt zum Beispiel, ein Travis würde ich nicht mehr wollen. Okay. Dann weiß ich ungefähr, wer ich bin. Schon eine Weile her, als ich es gelesen habe, und ich weiß nicht mehr, wie ich zu ihm stehe. Ich weiß nur, ich finde, das ist ein super Buch, wenn man anfängt zu lesen. Ja, das stimmt. Also wirklich, das hat alles so drin. Aber ich wusste nicht mehr wirklich. Ja, neben mir kann der fernbleiben, der Junge. Wie der drauf ist. Und weiß, als,
als du es gelesen hast, fandst du den toll. Ja, damals. So, und deshalb, ich weiß nicht, du hast es so lange her bei dir, dass du es gelesen hast. Ich weiß nicht mehr, wie du dazu stehst. Ich war der toxische Typ. I don't like it. Also, na okay. Gut. Und dann bist du noch dran. Du musst noch dein. Hey Mädel! Bin ich aus einem Buch, was mehrere Bände hat. Ja. Hallo Mädchen! Das ist kein Bild, okay. Habe ich 3 Bände? Nein. Habe ich weniger? Ja. Also bin ich in die Logie? Ja. Ich bin jetzt aber nicht aus Feuer und Flut, oder? Ja. Ich glaube, ich habe bei dir eben gesagt, dass es Fantasy ist, oder? Du hast gesagt, es gibt halt Fantasy-Kreaturen. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, dann... Was ist denn das jetzt eigentlich? Ich persönlich würde es als dystopisch angehaucht sehen. Ja, das kann auch sein. Ja. Hey, Smurfs! Ich war weiblich, bin ich Protagonist. Ist das eine Frage? Bist du der Protagonist? Habe ich das nicht gefragt? Nee. Bin ich der Protagonist? Nein. Ja. bin ich Rachel? Nee. Aber ich kenne auch keine Rachel in dem Buch. Miau! Ja, Gizmo war männlich. Was? Gizmo? Das ist der Name, den ich noch nie gehört habe. Ihr müsst euch vorstellen. Ich habe Maddox immer als Gizmo gezeichnet in meinem Kopf wegen meinem Hund. Ja. So, weil, und ich habe die immer irgendwie für mich sind sie. Du bist doch auch ein Mädchen. Ja. Aber soll ich. Wer war da ein Mädchen, Mann? Na, wen meintest du denn mit Rachel? Das sind jetzt Spoiler tatsächlich. Oh. Aber du hast recht, du bist Harper. Das war magnifik. So muss es sein. So und nicht anders. Ich muss wirklich sagen, ich bin wirklich. In echten Leben bin ich gut mit Namen. Aber in Büchern, ich bin katastrophal. Nein, aber das war gut. Ja, das bist du. Das war's. Ey, ich bin Harper. Es hat viel besser geklappt, als ich gedacht hätte, ey. Ja, voll. Ja, also, wenn ihr euch das gefallen hat, das war wenn euch das gefallen, wenn euch das gefallen hat, dann schreibt euch gerne dann schreibt uns gerne in die Kommentare, dass ihr das öfter sehen wollen würdet. Ne? Wir hoffen, dieses Video hat euch gefallen und wir wünschen euch einen wunderschönen guten Tag. Bis zum nächsten Video. Bye!